spielen wir Hole.io. In diesem Spiel sind wir ein Loch und müssen andere Objekte und andere Spieler fressen, um somit größer zu werden, um somit das größte Loch aller Zeiten zu werden, um alles auffressen zu können. Aber noch sind wir dieses Noob-Loch. Moin, was geht ab? Das bedeutet, wir sind in der ersten Runde und oh mein Gott, wir müssen jetzt gegen andere Spieler kämpfen. Oh mein Gott, wieso bin ich aus den USA? Wieso bin ich aus den USA? Okay, warte mal, was können wir essen als Loch? Okay, wir können diese kleinen Mini-Stangen hier essen. Und oh mein Gott, wir sind der König und oh mein Gott, okay, Freunde, wir müssen jetzt ganz kleine Objekte essen und werden immer und immer größer. Oh ja, sehr, sehr gut. Und somit können wir die ganze Map verschlingen. Alter, wir können sogar Autos essen. Sehr, sehr gut. Sentex aus den USA, Freunde. Ist auf jeden Fall Platz 1. Jetzt ist es raus. Oh mein Gott, wir können jetzt andere Löcher essen. Wir haben unseren ersten, oh mein Gott, erledigt. Oh ja, Freunde, jetzt geht's ab. Sobald wir einmal eine gute Größe erreicht haben, geht es auf jeden Fall richtig ab. Oben seht ihr die Zeit. Wir haben 1,5 Minuten Zeit, um jetzt die ganze Map aufzufressen und so viel zu fressen, wie es geht. Okay, können wir die Gebäude essen? Oh mein Gott, wir können die Gebäude schon essen. Hey, nein, kleine Löcher. Ihr werdet jetzt von einem großen Loch aufgefressen. Ich bin ein Loch. Oh ja, Junge. Achtung, aufstehen, aufstehen. Wir fressen die ganzen Löcher auf. Junge, was geht ab? Was geht ab? Okay, wir sind Platz 1. Wir haben 500 Punkte. Oh, Junge. Was? Hey, hallo? Was ist das? Okay. Und nach dieser kurzen Werbeunterbrechung geht's einfach direkt weiter. Okay, wir sind immer noch Platz 1. Das sieht sehr gut aus. Wir haben immer noch die Krone. Oh mein Gott, wir können Wolkenkratzer essen. Oh, Junge, okay. Mein Mund ist ein bisschen klein, muss ich sagen. Wir müssen das Ganze so ein bisschen reinquetschen hier, die ganzen Riegel und sowas. Aber die Häuser, no, ist lecker, muss ich sagen. Schmeckt ganz gut. Aber Junge, guckt euch mal dieses kleine Loch an. Die sind, der passt nicht rein. Mund auf. Ja, komm schon. Komm schon, Junge, wieso passt er nicht in meinen Mund? Junge! Ja, okay, wisst ihr was? Ich geb's auf. Ich glaube, das Gebäude schaffen wir nicht. Wir müssen noch größer werden, Freunde. Ich will so groß werden wie die ganze Map. Davor müssen wir aber erstmal die anderen Löcher aufessen. Okay, wir haben 20 Sekunden Zeit, Freunde, um noch größer zu werden. Autos können wir essen, die Gebäude können wir essen. Und unser Ziel wird es sein, alles zu essen. Okay, hallo, kleines Loch. Na, Monster. Oh mein Gott, wir haben alle erlegt. Wir haben eigentlich alle erlebt. Schnell, schnell, schnell. Freunde, all you can eat. Die letzten Sekunden laufen. Noch alles so schnell mitnehmen, wie es geht. Alles so schnell essen, wie es geht. Und okay, die Zeit ist um. Oh, warte mal. Wir können jetzt als Loch unsere eigene Stadt bauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber, ey, yo, okay, wir haben eine Bank gebaut. Ein Turm hier. Zack, let's go. Und wir können jetzt unsere eigene Stadt bauen. Okay, ich weiß nicht, ob das cool ist oder ob das ein bisschen verrückt ist. Aber eigentlich gefällt mir das Ganze. Und wir haben sogar hier, oh mein Gott, random Skins. Und wir bekommen den Spinner. Okay, wir haben einen neuen Skin freigeschaltet. Und wir können uns hier sogar für Geld Skins kaufen. Aber Freunde, warte mal. Ein Skin fehlt doch noch. Ha, das wäre doch der perfekte Skin hier. Let's go. Nächste Map. Neue Spieler sind da. Und oh mein Gott, wir sind jetzt als Fidget Spinner. Junge, der Hai reißt alles ein. So, meins. Okay, chill. Jeder bekommt was ab. Ja, kommt der. Kommt alle noch rein. Dankeschön. Okay, noch sind wir Platz 1. Okay, wir sind größer geworden. Das bedeutet, wir können größere Objekte hier fressen. Junge, die machen Breakdance! Hier sind Löcher, die fressen alles auf. Und die machen auf dem Krankenhaus Breakdance. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, um zu überleben. Aber Freunde, oh, schaffen wir das Loch zu essen? Jawohl. Oh mein Gott, Freunde, wir sind so gut. Wir können einfach hier die ganzen Spanier und Brasilianer und alle auffressen. Wir als Amerikaner hier, Freunde. Ich muss das irgendwie umstellen. Ich will nicht aus den USA sein. Jeder soll sehen, dass ich wieder deutsche Fidget Spinner auf jeden Fall hier bin. Der hier auf jeden Fall alles zerstört. Das ist mein Mund stecken geblieben, mein Hals stecken geblieben. Ah, aber komm schon. Jawohl. Ja, runtergeschluckt. Runtergeschluckt, würde ich sagen. Und, oh, yeah, jetzt geht's ab. Die ganzen Autos. Ich würde sagen, bevor wir zu den Häusern kommen, erstmal die Autos auf. Ja, wir sind Platz 1. Ich erledige hier irgendwelche Löcher. Ich sehe die nicht mal. Es tut mir leid. Ihr läuft in meinen Mund rein. Okay, kurz Werbeunterbrechung. Gewinne. Let's go. Okay, wir sind wieder zurück nach der Werbung. Ich weiß nicht, wieso wir immer spinnen müssen. Ich habe auch keine Wahl. Ich muss es einfach tun. Aber, okay, Freunde, eine Minute Zeit. Wir müssen einmal die ganze Map zerstören. Alles aufessen. Okay, ich würde sagen, bevor wir eine halbe Stunde probieren, irgendwelche Häuser in meinen Mund reinzustopfen. Probieren wir erstmal hier die kleineren Häuser zu essen. Ich glaube, das ist die bessere Taktik. Oh, Junge. Okay. Komm schon, wir haben gleich 1000 Punkte. Oben rechts seht ihr unsere Punkte. Schaffen wir das Haus zu essen? Nee, nicht ganz. Oh, hier ist ein ganzer Häuserblock. Oh, jo. Oh, ja, das schmeckt lecker. Guckt euch mal an, wie groß wir sind. Aber es geht größer. Es geht noch größer. Komm schon. Wir essen das ganze Krankenhaus hier auf. Zack. Oh.
passt es in unseren Mund rein. Okay, ist ein bisschen viel, aber... oh ja, über 1000 Punkte. Junge, diese kleine Katze, was hat die bis jetzt gegessen? Was machen die Leute? Was essen die anderen bitte hier? Und komm schon. Jawohl, wir essen im letzten Gebäude. Alter, wir haben fast alles gefressen. Wir haben fast die ganze Map zerstört und gefressen. Lecker. Warte mal, wir können Leute raiden, also überfallen. Wir können andere Basen überfallen und... was? Junge, wir haben gestohlen. Sorry, Mann. So, das gehört alles mir. Wir sammeln die ganzen Ressourcen ein. Es tut mir leid an den Kollegen, ja? Wenn du das Video siehst, yo, es tut mir leid. I'm sorry. Yo, und jetzt haben wir Materialien bekommen. Den können wir jetzt hier weiter unsere Stadt bauen. Okay, cool. Okay, das gefällt mir. Dann haben wir hier, oh, die Bank sieht mittlerweile richtig krass aus, okay. Aber wir machen uns wieder auf die Suche nach dem nächsten Gegner, würde ich sagen. Okay, 3, 2, 1, let's go. Okay, okay. Oh nein, ich bin immer noch aus den USA. Ich muss es gleich ändern. Junge, was macht ihr? Macht Chicken Dance. Und blub. Und er wird gefressen. Und, okay, ein Hotdog. Ja, ich hätte gerne den ganzen Hotdog-Stand. Und, okay, okay, der passt nicht in unseren Mund rein. Noch nicht, würde ich sagen. Erstmal müssen wir, lalalala, den Polizisten essen. Ja, lecker Polizist. Lecker Polizist, das. Oh ja, das schmeckt lecker. Und jetzt können wir, boom, den ganzen Hotdog-Stand essen. Freunde, wir sind nicht Platz 1. Wir sind nicht Platz 1. Das ist nicht gut. Das könnte die erste Runde sein, wo wir verlieren. Wir müssen, oh nein, anstrengend, das Platz 1. Schnell, es. Wir müssen ganz schnell essen. Jawohl, okay. Aber wir sind immer noch nicht Platz 1. Autos. Wir brauchen Autos. Komm schon, jawohl, jawohl. Autos sind gut. Autos sind gut, Freunde. Vor allem zum Essen. Also, keine Empfehlung von mir, aber wenn ihr ein Loch seid, dann isst Autos. Aber ich würde an eurer Stelle keine Autos essen. Macht das auf jeden Fall nicht. Aber, yo, wir sind immer noch, okay, wir sind Platz 2. Wir sind gerade Platz 2. Welches Land ist Platz 1, Freunde? Oh, komm schon. Nein, ich kann ihn nicht aufessen. Als ob. Nein. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut hier. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, Juwelen. Okay, wir sind back am Start. Yo, jetzt sind ganz viele Polizisten. Die machen, die sind auf dem Haus drauf. Die machen alle Breakdance. Okay, wir müssen probieren, mal langsam irgendwen zu essen hier. Okay, ein Loch. Wir haben schon mal ein Loch gegessen, aber... oh, schaffen wir es, ihn zu essen? Nein, okay, wir sind nicht groß genug. Yo, okay, wir können die Häuser schon so umjieten, aber... die passen nicht ganz in meinen Mund rein. Lass uns erstmal die Autos snacken. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Wir snacken als Fidget Spinner erstmal hier die ganzen Autos hier und so weiter. Jo, das schmeckt lecker. 30 Sekunden noch! Was? Alter, was ist los? Wieso bin ich so ein Noob geworden auf einmal? Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Irgendwie, ich glaube, wir haben den Anfang ein bisschen verschlafen. Wir hatten einen kleinen Fehlstart gehabt, aber okay, wir können es schaffen. Wir können es doch schaffen, Freunde. Oh mein Gott, jetzt, der erste Platz hat auch echt nicht viele Punkte. Wie halt aber auch nicht. Oh mein Gott, die letzten Sekunden laufen, Freunde. Ist! Ich esse alles. Oh mein Gott, ich probiere alles aufzuessen. Junge, ich stopf alles rein. Ich stopf alles rein, was geht. Nein. Okay. Das war nichts. Oh, aber wir können den nächsten überfallen, um seine Ressource zu klauen. Boom. Okay, okay, es reicht aus. Komm schon, wir probieren jede Insel hier zu überfallen. Okay, okay, ich glaube, das war's. Wir haben wieder einige Ressourcen und damit, oh, okay, bauen wir einen wunderschönen Springbrunnen in unserer Lochstadt hier. Und oh, wir haben die nächste Welt freigeschaltet. Okay, neue Map, dann würde ich sagen, zack. Ah, hier können wir dann weiterbauen. Okay, das ist jetzt eine Insel, auf der wir bauen können. Okay, und wir sind auf der neuen Map angekommen. Und jetzt probieren wir hier auf der Insel alles zu essen. Und ich bin immer noch aus den USA. Das ist nicht so gut. Okay, wo sind die anderen Spieler? Was machen die Münzen? Okay, die Münzen geben uns plus 1 anscheinend. Die können wir auch essen. Oh, die Palme. Okay, die geben uns alle plus 1. Ah, hallo, sorry. Tut mir leid. Okay, hier können wir nichts essen. Junge, was ist das? Holy, ein ganzer Orca-Wall. Alter, als ob wir den essen können. Dafür sind wir noch nicht zu klein, aber es geht voran. Es geht voran. Wo sind die anderen? Yo, Platz 2 ist einer aus Deutschland. Oh mein Gott. Komm schon, jawohl. Okay, wir sind noch größer geworden. Ah, ich glaube, jeder hat seine eigene Insel. Okay, das ist ein cooler Modus. Ich glaube, jeder hat hier seine eigene Insel. Und jeder probiert so viel es geht zu essen. Können wir schwimmen? Ah, wir können auch sogar schwimmen. Okay, dann würde ich sagen, erstmal, wir fokussieren uns auf unsere Insel. Wir fressen jetzt alles von unserer Insel. Wir sind Platz 1. Jawohl. Jawohl, wir sind Platz 1. Was können wir essen? Alles. Okay, ich frage einfach nicht. Wir können alle wirklich alles essen. Sogar den Steak, die ganzen Palmen. Können wir die Bude essen? Bestimmt, oder? Na klar. Let's go. Alles in meinem Mund. All you can eat, Freunde. Das All you can eat Befehl wurde geöffnet und wir können den Vulkan essen? Ich weiß nicht. Aber davor, boom, gibt es erstmal eine kleine Werbeunterbrechung. Also wirklich, Freunde, holt euch gerne das brandneue Santex Plüschtier auf jeden Fall. Mega cool. Wer keins hat, selbst schuld, Freunde. Und zu jeder Bestellung gibt es auch eine kostenlose Autogrammkarte dazu. Mega kuscheliges Plüschtier. Ich habe selber sogar, ich habe sogar 2 Stück zu Hause bei mir. Also schaut gerne vorbei, Freunde, auf meinem Merch-Shop. Dort gibt es ganz viel zu entdecken. Aber jetzt würde ich sagen, wir weiter gefressen. Und alter, Junge, wir können die ganze Piratenlandschaft auffressen. Oh mein Gott, das ist ein Magnet. Wir essen den Magneten. Ja, oh mein Gott, 30 Sekunden. Oh mein Gott, wird mein neuer Rekord. Das wird mein, Junge, der Wal wird gegessen. Der Wal wird gegessen. Yo, was geht ab? Holy, können wir die Steine essen? Ich frage mich bestimmt, oder? Ja, natürlich. Wir essen die ganzen Inseln auf. Okay, keine Chance, wir sind mit Abstand Platz. Junge, wir haben 1700 Punkte und Platz 224. Brr. Okay, der Vulkan.
Okay, der Vulkan geht nicht. Okay, ich glaube, der ist stabil, der Vulkan. Oh mein Gott, okay. Den können wir nicht essen, aber sonst freue ich mich. Wir haben die ganze Pirateninsel alles aufgegessen. Let's go. Und okay, wir können auch einen raiden. Das bedeutet, okay, ich würde sagen, was überfallen wir? Ich würde sagen, wir überfallen die Bank. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht oder so, aber wow, wir haben 1000 Räder bekommen. Okay, wir können ihn auch hier überfallen hier. Zack, let's go. Aber wir können alles überfallen. Wow. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, zack. Und wir bekommen, wow, 5000. Wir haben ihn so viel geklaut. Okay, und das brauchen wir natürlich selber, um jetzt hier unsere eigene Insel zu bauen oder sowas. Oh, es gibt sogar eine dritte Insel hier, sehe ich gerade. Aber davor müssen wir erstmal natürlich hier unsere Pirateninsel auf die maximale Stufe. Boom, let's go, upgraden. Wow, okay, das sieht krass aus. Und wir können uns hier das nächste. Yo, freischalten, Hund. Ich bin ein Hund. Okay, egal ob Knochen, Trockenfutter oder was Hunde auch immer essen, ich werde alles verschlingen. Wir werden der größte Hund aller Zeiten. Und oh mein Gott, schau mal, wie viel Spaß sie hat. Und blub. Und sie wird gefressen. Wollt ihr nicht vielleicht um euer Leben rennen oder sowas, weil irgendwelche Löcher eure Stadt angreifen? Nö, okay, dann würde ich sagen, Pech. Oh, wir können, Junge, die Katze essen. Der Hund. Junge, guck mal, unsere Zunge. Hier unsere Zunge so am Wackeln ist hier, Junge. Die Zunge geht in das Loch rein. Junge, sie sind nur Katzen, ne? Sie sind, Alter, nur Katzen. Wir sind Platz 1. Wir sind wieder Platz 1, Freunde. Oh ja, wir essen erstmal die kleinen Gegenstände. Easy, easy. Okay, Freunde, schaffen wir es jetzt. Oh, was ist das hier? Speedboost! Yo, wir sind der schnellste Hund. Wir sind ein Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Okay, let's go, let's go. Könnt ihr die ganzen Autos hier snacken? Und Freunde, ich habe ein Ziel. Wir probieren die ganze Map zu zerstören diesmal. Ich weiß überhaupt, ob das Ganze möglich ist. Aber davor gibt es natürlich noch eine Halftime. Vielleicht bekommen wir irgendwas Gutes. Lohnt das Ganze überhaupt? 50 Münzen. Okay. Damit können wir uns auf jeden Fall gleich einen brandneuen Skin freischalten. Aber davor, okay, muss der Hund erstmal hier gefüttert werden. Hier, let's go. Okay, wir sind Platz 1. Mit Abstand. Oh ja, Platz 1. Das könnte eine gute Runde werden. Eine Minute. Wir haben eine Minute noch knapp Zeit. Und wir haben jetzt schon fast 1000 Punkte. Es läuft. Es läuft sehr gut. Schau dich das Ganze mal. Am Anfang dauert es echt lange, aber wenn man einmal eine gewisse Größe erreicht hat, können wir alles auffressen. Meine, was gibt es? Was können wir nicht aufessen? Wir können die ganzen noch Gebäude aufessen. Das stopft ein bisschen in meinen Mund. Ich habe so eine dicke Zunge, aber ansonsten, ja, passt das. Passt das Ganze vielleicht nicht so ganz so perfekt hier rein, aber oh mein Gott. Okay, 20 Sekunden, Freunde, wisst ihr was? Oh mein Gott, Junge, wir sind ja schon so groß. Wir sind ja riesig. Guckt euch das Ganze mal an. Boom, boom, boom. Ja, Mund auf, Mund auf. Wir essen alles. Ist das die Cola-Fabrik? Okay, die Cola-Fabrik wird gegessen. Der Turm wird gegessen. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben wirklich die ganze Map einfach aufgefressen. Alter, wir haben 1700 Punkte. Okay, ich glaube, das war bis jetzt hier meine beste Runde als Hund. Taiki Space. Es tut mir leid, Taiki, aber ich muss dich angreifen, Kollege. Ich muss auch meine eigene Stadt bauen. Alter, okay, wir fressen alles auf als Hundeloch einfach jetzt hier. Boom, boom. Haben wir 5400 von ihm geklaut. Das können wir jetzt benutzen, um jetzt hier selber, okay, uns weiterzubauen. Okay, wir haben gleich die nächste Map freigeschaltet. Sehr gut. Davor aber natürlich erstmal hier unsere Pirateninsel-Map freischalten. Let's go. Und wir sind fertig. Wir haben es auf Max-Level upgegradet und damit sind wir auf der nächsten Map angekommen. Okay, und wir sind im Büro. Ein Hund im Büro. Okay, let's go, würde ich sagen. Okay, wir bekommen noch mehr Juwelen. Fresh. Okay, da würde ich sagen, müssen wir das Büro natürlich auch auf die maximale Stufe bringen. Oh, wir können hier verschiedene Power-Ups freischalten. Solche einen Magneten sinken, dass wir schneller sind. Okay, das war ein Magnetenkauf. Ich glaube, das ist ganz cool. Oh, dass wir schneller sind. Und so, dass Objekte schrumpfen. Okay, wir sind auf der neuen Map angekommen. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Was es hier alles gibt. Okay, wie gibt es Bänke? Oh nein, wir haben bis jetzt nichts gegessen. Okay, was sollen wir essen? Münzen. Okay, Münzen geben uns +1, +1. Das ist sehr gut. Oh mein Gott, Freunde. Und yo! Okay, wir sind jetzt so in Gebäuden oder sowas drin. Okay, das ist jetzt mal eine bisschen andere Map. Und Junge, hier ist eine Toilette. Nee, die will ich nicht essen. Die will ich nicht abschlabbern mit meiner... Oh mein Gott, sorry. Sorry, die will ich nicht abschlabbern mit meiner Zunge. Irgendwie, Freunde. Was kann man hier essen? Hallo? Gibt's hier irgendwas zu essen? Wir sind jetzt hier im Büro quasi, aber irgendwie... ich finde nichts. Okay, ich glaube, wir gehen nach draußen. Ich glaube, draußen. Ah, oh nein, nein, wir dürfen nicht aufgefressen werden. Wir dürfen nicht. Oh mein Gott. Oh no. Der beißt nicht. Ich beiß nicht. Alles gut, alles gut. Ich mach. Oh mein Gott, da war Platz 1. Der hat uns fast aufgefressen. Sorry, ich muss die einmal essen. Okay, dann nicht, dann halt nicht. Jo, okay, wir sind größer geworden. Magnet. Wir snacken den Magneten. Boom. Komm schon. Nein, wir können ihn nicht essen. Als ob. Okay, wir müssen erstmal hier die ganzen Kleinen noch essen. Aber davor, Freunde, kommen wir zu einer kurzen Halftime-Show. Und was bekommen wir? Oh, 300 Münzen? Wie gut. Das ist tatsächlich sehr stark, aber damit können wir uns gleich einige... Oh mein Gott, neue Skins freischalten. Das ist Platz 1, Freunde. Wir sind Platz 2. Okay, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kann ich den Magneten... Komm schon mit meiner Zunge aufschlecken? Okay, das geht nicht, aber... Okay, wir können mittlerweile die ganzen Büros... Wir können die ganzen Büros... Yo, komplett fressen hier. Ihr seht es. Und die Löcher. Okay, die Löcher können wir auch erledigen. Wir sind Platz 1. Let's go! Wir sind Platz 1, wir sind Platz 1. Jawohl, braves Hündchen. Braves Hündchen. Es
Ist alles. Okay, 3 Sekunden. Okay, wir probieren jetzt die ganzen Gebäude zu zerstören. Ihr seht es. Oh, das ist cool, muss ich sagen, die Map. Da sind immer neue Maps hier am Start. Und jetzt müssen wir hier das ganze Büro quasi aufessen. Oh ja, wir sind Platz 1. Jetzt können wir den Magneten aber snacken. Immer noch nicht. Ultra. Oh mein Gott. Was? Ja, wir haben den Magneten. Wir können alles auffressen. Oh mein Gott, wir sind so groß wie die ganze Map. Wir sind unaufhaltsam. Was sollen die anderen Löcher machen? Guckt euch das Ganze mal an. Hallo? Ach, der Arme hier aus der Türkei. Tut mir leid, Kollege. Das tut mir sehr leid für dich. Erste Zeit für den nächsten Raid. Okay, wir überfallen diesmal ihn hier. Und Alter, okay, der hat 7000 Bricks hier, die wir theoretisch klauen können von ihm. Und Alter, wir haben fast alles geklaut. Wir haben alles geklaut. Boom, okay, das kommt jetzt auf unser Konto. Und dann können wir uns unser Büro jetzt upgraden hier und alles kaufen. Okay, das Büro ist echt teuer, muss ich sagen. Aber wir bekommen das hin, Freunde. Wir bekommen das auf jeden Fall hin. Aber es ist Zeit für ein nächstes Loch. Boah. Okay, das sieht krass aus. Das sieht sehr, sehr krass aus. Und jetzt können wir nochmal hier unsere Power-Ups hier upgraden. Boah. Ab geht es mit dem schwarzen Loch. Was ist das bitte für ein cooler Skin, Freunde? Guckt euch das Ganze an. Okay, das ist bis jetzt der coolste Skin. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, seid ihr ready für das größte schwarze Loch aller Zeit? Wir probieren jetzt alles auf dieser neuen Map auf jeden Fall. Okay, erstmal die ganzen Pappbecher. Schmeckt zwar nicht so gut, aber wir müssen die auf jeden Fall essen. Das wird jetzt auf jeden Fall hier. Zack, let's go, alles essen. Ah, okay, das ist die Büromap hier. Oh, Kollege, komm her. Ja, das war lecker. Das war sehr... Oh, lecker. Okay, was ist das jetzt hier? Das können wir gleich essen. Okay, ich glaube, hier im Büro sind so ein paar kleine Teile. So ein paar Stühle kann man essen. Schönen guten Tag, hallo. Ich glaube, ich werde hier gefeuert. Ich glaube, je nach werde ich gefeuert oder sowas. Oder ich bekomme Gehaltserhöhung. Wer weiß das schon. Aber Junge. Okay, er rennt weg. Alle rennen weg und sie so... Lalalala, wow. Und da haben wir sie gegessen. Alter, wie klein war dieses Loch bitte vor uns hier? Okay, wir haben noch 1 Minute Zeit. Wir haben noch knapp 1 Minute. Die Halbzeit ist da. Das bedeutet, wir drehen nochmal am Glücksrad. Oder wir werden gezwungen. Wir werden gezwungen zu drehen oder sowas. Was bekommen wir? Ein Schlüssel. Und weiter geht es. Wir essen das gesamte Büro auf. Oh mein Gott. Okay, es sieht gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Zack, zack, zack. Wir verschlingen alles. Okay, hier ist das nächste Power-Up. Oh nein, nein, nein. Wir fressen erstmal das noch auf. Ja, let's go. Zack. Und dann stacken wir das letzte Power-Up. Und okay, jetzt sind wir unbesiegbar. Jetzt sind wir unbesiegbar, Freunde. Die letzte halbe Minute läuft. Komm schon. Wir probieren alles zu essen. Alles aufzufressen und so groß zu werden wie die gesamte Map. Oh mein Gott. Wir haben noch einen Buchstaben hier gefunden. Let's go. Aber wir sind unaufhaltsam. Wir sind unaufhaltsam. Wir können jetzt alles als schwarzes Loch hier komplett einziehen. Ihr seht es, wir können die ganze Map jetzt hier tatsächlich fressen. Und wir sind natürlich unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. Let's go. Und okay, wir sollten Platz 1 werden, oder? Wir haben schon 9 Leute erledigt. Okay, 10 Leute erledigt. Okay, 11 Leute erledigt. Wie viele sind das? Okay, es gibt nichts mehr zu essen. Wir haben alles aufgefressen und als schwarzes Loch das größte Loch geworden. Alles zerstört. Okay, wir raiden den nächsten Kollegen. Okay, der hat nur 50 Münzen, der Arme. Der hat eh nichts. Und wir klauen alle seine 50 Münzen, die er hat. Er hat nicht mal Bricks oder sowas, die wir zum Bauen brauchen. Donuts? Was ist das? Freunde, wir haben hier sogar einen neuen Modus. Ich glaube, hier können wir einfach sogar Donuts essen oder irgendwie sowas. Und immer Stück für Stück größer zu werden. Okay, es gibt sogar goldene Donuts. Okay, wir bekommen Sterne anscheinend hier damit. Let's go. Und okay, easy. Let's go. Wir sind Level 2 geworden. Können jetzt unsere Größe sogar erhöhen und unsere Speed erhöhen. Neues Item. Wir haben Burger freigeschaltet. Let's go. Okay, das ist lecker. Das ist auf jeden Fall yummy, yummy, yummy hier. Sehr, sehr lecker. Aber was ist die maximale Größe, die wir erreichen können? Okay. Level 3. Easy. Schuhe. Ew. Ich hoffe, die sind frisch gewaschen. Und keine Stinkestiefel. Okay, wir können mehr Objekte spawnen lassen hier. Zack. Boom. Okay, und nochmal die Größe erhöhen. Oh ja. Okay, nächstes Level abgeschlossen. Jo, Speedrun. Das geht ja richtig schnell hier, Freunde. Und nach den Drinks haben wir Auberginen. Alles klar. Okay, lass nochmal hier. Zack. Unser Loch. Noch größer machen hier. Wir können sogar Glück upgraden. Noch vieles mehr. Oh, wir haben jetzt sogar Melonen am Start. Lecker. Lecker Pömpel essen. Okay, es wird immer verrückter, Freunde. Es wird immer verrückter, muss ich sagen, mit den Items. Aber ihr seht jetzt, wir essen einfach alles auf. Wir können einfach alles ohne große Probleme hier auffressen. Aber ich würde sagen, Freunde, das war's. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben jetzt als größtes Loch der Welt alles auffressen können. Und haben es geschafft, das größte Loch aller Zeit zu werden. Das schmeckt lecker. Aber ich bin jetzt erstmal satt. Like und abonniert nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.